Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Medieval. Es geht langsam Richtung Ende, hätte ich gesagt. Wo geht's jetzt hin? Oben. Also wir sind jetzt die Eingangshalle. Sind wir jetzt beim Turm vom Zadok? Hat der Zadok geheißen? Ich glaube schon. Wahrscheinlich rammt das jetzt voll. Alter, wie es ruckelt. Das glaubt ja wohl keiner, dass der Sir Fortescue da einfach einparkt. Das glaubt niemand. Hier führt Zadok seine bösen Zaubertaten aus. Versuche die Kobolde nicht bei ihren alltäglichen Putzdiensten zu stören und zieht bitte eure Schuhe aus. So. Diese boshaften Kobolde waren schon wieder an Zergs Zauberbüchern. Sie sind durch Magie geschützt. Diese Frechdachse. Ich mag die. Was labert der? Sir Daniel Fortescue. Ihr habt den Mut, Zargs Schloss zu betreten? Wer hätte das gedacht? Wir ganz bestimmt nicht. Der Herr des Hauses ist unterwegs, um das Land in ewige Nacht zu stürzen. Aber kommt herein und macht's euch bequem. Ich hasse den Typen. Dass sie sind durch Zauberei geschützt. Jetzt bin ich irritiert. Wieder mal. Dagegen laufen? Ja. Warte mal, da komme ich hoch. Okay, ist aber auch nichts Besonderes. Hier geht's einfach weiter. Ah. Ja, eure Zauberschutzdinger bringen euch auch nicht viel, hä? Tja, ihr seid ja richtig hart drauf, hä? La 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 la. Ach, wenigstens hat's ausnahmsweise mal gereicht. Wo geht's da runter schon wieder? Jetzt wollte ich sagen, als ob ich laufen würde, aber nee. Ich darf ja nicht drüber springen, Schweinerei. Da ist wieder ein Händler. Shit, wo geht's denn hier überall lang, Mann? Darf ich da drauf? Ich weiß immer noch nicht, was das bringen soll mit ihr Frechdachse und ihr seid durch Zauber geschützt und so ein Scheiß. Ist das der Ausgang? Nee, 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 nee. Das kann ich so nicht gelten lassen. Das ging jetzt aber ziemlich fix, kann das sein? Jetzt gehen wir erstmal in die andere Richtung. Auf jeden Fall können wir hier bestimmt irgendwas machen, um den Zadok zu... Uah! Wo ist der her? Wenn man nichts sieht, haut man einfach drauf. Hä? Warte mal, so was ist hier? Das geheime Tagebuch von Zarok. 100 Jahre war ich im Exil. Gewärmt von meinem Zorn, genährt von meinem Leid, begleitet von meiner Furcht. Doch bald werden sie büßen. Sie alle. Auch Fortescue. Er vereitelt meinen ersten Plan, Gallomer zu erobern und behauptet posthum, mich getötet zu haben. Wenn ich ihn finde, werde ich ihm sein knochiges Hinterteil versohlen. Ich habe ihn nie gemocht. Ständig trieb er sich am Hof herum und mischte sich ein. Wo wollt ihr mit der toten Katze hin, Zarob? Woher habt ihr das Gehirn, Zarob? Elender Wichtigtuer.
Oh ja, was wollt ihr mit der toten Katze hin? Geil. Hallo, lesen. Lesen. Zauberbuch. Inhalt. Tote erwecken. Seite 5. Stadt in Schlaf versetzen. Seite 71. Blendend aussehen jenseits der 400. Seite 136. Jemanden willenlos machen. Seite 207. Dämonen beschwören. Seite 268. Kartentricks. Seite 298. Alles klar, und was geht hier? Seid euch bewusst, wenn ihr die gefangenen Seelen aus dieser Truhe befreit, müssen sie erneut zur Ruhe gebettet werden. Wer ihnen dabei hilft, könnte gar als größter aller Helden in die Geschichte von Gallomer eingehen. Würdet ihr das tun, Sir Dan? Falls ja, ist euch eure eigene Legende gewiss. Alles klar, auf geht's. Die größten Fische, die ich je gesehen habe, zogen mich ins Wasser direkt am Dorfsee. Ihr hättet sie sehen sollen. Ich bin sicher, sie tummeln sich immer noch dort. Warte, heißt es, ich muss wieder Dorfsee? Im Dorf. Ja, und was? Ja, gibt's da jetzt dann mehrere? Backtracking. Deswegen. Das hat mich schon die ganze Zeit genervt, diese verdammte See im Dorf. Genauso wie dieses Fischmonster, was unten in dem einen See war, den wo wir dann mit der Zeit angehalten haben. So, wen haben wir denn jetzt? Natürlich kriegen wir auf der anderen Seite was. Wahrscheinlich vom Schildkumpel. Also der vor dem Kumpel vor, mit dem Schild. Ja genau, sag ich doch, der Typ mit dem Schwert, der wohl hey, Schild Daniel, mitmacht. Wie macht sich das Schwert? Ich habe doch gesagt, es hat Zauberkraft. Hier ist was für euch. Keine Ahnung, was es ist. Na, wollt ich's riskieren? Lass mal da. Ich hoffe mal, das können wir fürs nächste Mal aufheben. Also wir müssen die Keule auswechseln. Ja. So, jetzt ist die Frage, kommen wir jetzt dann ein Level weiter, weil jetzt sind wir ja unten gewesen, gegen Armee von Untoten zu kämpfen. Okay, jetzt kann ich da noch runter. Oh Gott. Navigieren. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Wer hat sich diese Scheiße ausgedacht, Mann? Weißt du, es ist eine schöne Karte und so, aber warum kann ich da nicht einfach rumscrollen? La 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 la. Schlafende Dorf. Level erneut spielen. Ich meine, wir wissen ja, was wir machen müssen, aber trotzdem. Ich will wissen, was mit dieser Seele ist. Jetzt war ich doch schon schön Richtung Ende und jetzt kommt sowas. Gut, aber wir wussten ja, dass irgendwas faul ist in dem Level. Ich meine, du gehst hin, gehst ein bisschen runter, fertig. Eingang abgeschlossen. Der Meister beherrscht. Ja, ja, scheiß auf den Meister. Meisterkleister. Geh aus dem Weg. Wichtige Sachen zu erledigen. Ich werde sie ködern. Okay. Alter. Warte mal. So. Ja.
Alter, was bist denn du hier? Wie viele verdammte Fische sind da drin? Bloß die Frage, wie viele Seen gibt. Es hat sich ausgefischt, ihr seid ein Angelmeister. Verlorene Seele zur Ruhe gebettet, ja schön. Ich habe jetzt das nicht mehr, ne? Kann ich jetzt einfach rausgehen? Beenden und zur Karte. Riskieren wir's? Ich weiß jetzt schon, dass das ein Fehler war. Und ich habe wieder eine Seele. Nein, geh doch nicht dahin. Oh, das ist doch blöd. Warum muss ich das ganze Level nochmal machen? Ich meine, das ist ja nicht so, als ob ich nicht wüsste, was ich machen muss, aber trotzdem. Ich darf ja nicht mal die Dorfbewohner umbringen. Ich meine, niemand interessiert sich für diese Dorfbewohner. Schauen Sie die an, wie hässlich die sind. Ich weiß, es kommen die Leute wieder, ja, hässliche Menschen haben auch ein Recht zu leben und so. Aber nicht im Videospiel. Ist nur Spaß, ne? Also nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ich wirklich so einen Scheiß denke. Halt die Schnauze jetzt. Aus der Bahn, Alter. Ja, 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 mach mal. Ja, und weg jetzt. Alter. Was willst du mal aufhören, auf den Sack zu gehen? Wirklich, jetzt kommt die Kleine auch noch. Da ungefähr. Ist das dein Ernst jetzt? Schnauze, Kleine. Schnauze, Dicke. Oh. Oh. Ups. Alter. Okay, also wissen wir jetzt, wenn wir die so töten, dann ist es nicht so schön. Warte mal, ich krieg mal hier was? Nee, eigentlich nicht, ne? Oh Mann, warum muss ich das ganze verdammte Level nochmal spielen? Geh aus dem Weg, Kleine. Nerv. So, warte mal. Hier ist die Mühle. Da gehen wir noch nie, können wir noch nichts machen, ne? Ne, da brauchen wir die Mondrune.
Hank. War hier drin was? Ah! Ich sitz. Was soll der Scheiß jetzt? Ah! Oh, rein da. Achso, ja, ich kann ja das Zeug entschieben. Wer sich das ausgedacht hat, man muss doch in die dämlichen Levels gehen können, ohne dass die einen auf den Sack gehen. Ja, jetzt lass mich in Ruhe. Ich sollte mal euer Zeug essen, ich meine, schaut euch das mal an. So, pisst euch jetzt. Das hat mich ein Scheiß interessiert, ob ihr lebt oder sterbt. Ich brauche nicht dämlichen Kristall mehr. Hahaha, wird dann immer angezeigt. Ich hab den verdammten Ding schon. Ne. Ah, jetzt geht er runter. Gut, dass wir das Level eh zweimal gesehen haben. Halt, nein, weil ich hab's zweimal gesehen. Nerv mich nicht. Ihr seid eh alle hässlich wie die Nacht. Jetzt los. Jetzt schon? So, warte mal, da ist der Schmied. Da ist die Kirche. Die Kirche. Hier geht's nicht rein. Ging's hier nicht rein? Nee. Shit, wo war denn das wieder? Da ist diese Ringe. Nerv mich nicht. Stimmt, da ging's rein. Da kriegen wir auch noch was. Oh ja, das war's ja dann, glaube ich, auch schon, ne? Soll ich mir die ganze Geschichte von dem Dreckshaufen anhören? Wo ging's hin? Da ging's dahin. Nein, da ging's dahin. Ich glaube, da kann man sehen, wie nervig das ist. So, Inventar öffnen. Einmal das. Springen. Alter, jetzt schmelzt doch weg. Jetzt. Oh, er damit. Ich denke mal gerade, wo ist die Kirche, aber die war ja genau gegenüber. Bisschen Heilung. Alter, das Schwert ist zu geil, Mann, wie ich mich hier durchmähe. Halt, nein, warte, wir müssen ja. Das ist bloß die blöde Frage. Geh weg, ich hau euch alle um. Komm wieder neu. Und rein da. War das nicht der Schlüssel, den ich hier brauche? Achso, da war das Schattenartefakt drin. Buh. Warum zur Hölle sind jetzt die Dinger da?
Hä? Was geht denn jetzt ab? Das war ein extra Bosskampf, oder? Weil da, weil ich diese Seele befreit habe. Jetzt muss ich die Seele wahrscheinlich zurückbringen und bekomme eine neue. Oh, da muss ich den ganzen Mist nochmal machen. Ah, damit meine ich nicht das für die Quest für eine Seele, sondern mir geht es hauptsächlich darum, dass ich das da machen muss, was ich hier gerade mache. Ihr könnt so geprügelt, Alter, ihr Entwickler. Wer will die Entwickler verprügeln? Ich bin das. Ich bin das. Wer will die Entwickler verprügeln? Ich bin das. Oh, lass mich mal durch hier. Keine Zeit für... Hä? Nein! Oh. Alter! Was ist jetzt mit der Seele? Seid euch bewusst. Hä? Ich hab doch die Seele jetzt gemacht. Oh mein Gott. Es gibt in den verschiedenen Leveln Seelen. Und ich muss die finden. Ich muss zugeben, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Ich würde am liebsten das googeln. Vielleicht google ich das dann auch. Ist hier irgendwas? Was soll das da eigentlich sein? Na gut, gehen wir weiter. Obwohl, nee. Ich bedanke mich jetzt an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Medieval. Ich wollte jetzt Evil Within sagen, ne? Wow. Macht's gut und Servus.